Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Wir sind hier das letzte Mal von einem Wegelagerer in den Hinterhalt gelockt worden. Und ich glaube, da unten sind ja zwei der Jungs. Bin mir nicht sicher. Ich habe den noch gesucht zum Schluss, aber ich denke, das war der erste, den wir da mit Feuerzauber über die Klippe gehen haben lassen. Ja, so gemein waren die. Und wir sind noch immer auf dem Weg. Nämlich darüber, glaube ich, müssen wir, ja, da ist der Pfeil über den Berg. Und wir schauen uns aber vorerst einmal hier gleich einmal die Insel an. Das schaut ja hier so cool aus. Bevor die Sonne untergeht, schauen wir, dass wir einen Feenthal dazu bringen. Wir rüsten uns natürlich wieder defensiv aus, nämlich mit da, ja. Okay, und wir schauen gleich mal, wie das da mit den Effekten ausschaut. Die wollte ich euch gleich wieder mal zeigen, weil es geheißen hat, ah, hast du einen Glitch benutzt? Nein, ich habe da alles reell gemacht, wie man das auch im Spiel machen kann. Wir haben einhändig, ja, verstärken dreimal die Feuerresistenz und Frostresistenz. Wir haben das Nordblut und Feuerresistenz haben wir, glaube ich, ja, die Stiefel. Krankheiten wiederherstellen, das ist unser Bestienblut. Die mag regenerieren, die haben wir rauf auf Helm, Rüstung und Ring und Wiederherstellung haben wir nämlich auf Helm, Rüstung, Ring und Kette. So ist das bei der ganzen Geschichte. Ja, ich habe nicht gecheatet, ich habe auch keinen Glitch ausgenutzt. Es gibt da einiges, habe ich gehört und gesehen. Aber ich halte mich da einfach an die Regeln und bei der Xbox kann man so und so nicht viel machen. Ist auch egal, das ist, ja, Karniswurzel. Genau. Karniswurzel gibt es auch selten zu kaufen. Und wir schauen uns hier gleich einmal um. Wir laufen wieder mit den Füchsen. Habe ich da jetzt überhaupt keine Shortcuts? Doch, alle da. Hm? Was ist denn da drüben? Aha. Zwei Jungs irgendwo da auf der Insel und wir werden da gleich... Was machen wir da? Beschworenes Schwert. Was echt lästig ist, ist, dass das beschworene Schwert so lang braucht zum Spawnen. Wir schauen mal, was die da machen. Ich reiße euch das Herz raus. Oh. Gebt einfach auf. Schatzjäger. So, wir haben Seelen gefangen. Das habe ich aber nur aus diesem Grund gemacht, weil, ja... Schauen wir gleich nach im Inventar. Ich hole mir das nur. Schneller. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die jetzt uns gemeint haben. Da ist ein Schatz. Und 31 Gold. Das war der ganze Schatz hier. Ja. Okay. Da... Ich suche nur noch schnell ab, was es da zum Absuchen gibt. Ja, genau. Irgendwie kommt mir mein Char heute ein bisschen unbehend vor. Aber egal. Wir haben ja gesagt, wir schauen nach, nämlich bei den Objekten und das Sonstiges. Ich habe da schwarze Seelensteine, die wir füllen können. Drei davon sind leer und zwei sind jetzt gefüllt mit der Seele eines Menschen. Ja, das sind die einzigen, die Menschen auch Menschenseelen fassen können. Was haben wir? Mächtiger Seelenstein gefüllt zweimal und wir haben noch einiges. Also auf unseren beschworenen Waffen sind die ist die Fähigkeit drauf, Seelenfalle, damit das auch klar ist. Und es wird hier finster. Und da oben ist ja auch wer. Da gehen wir doch gleich einmal rauf.
Aha. Das war das Lager von den Jungs. Sorry Leute, ich weiß nicht, aber die sind plötzlich aggressiv geworden. Und deswegen ziehe ich gleich vorher gleich mal schnell immer das Schwert, weil man weiß ja nie. So, eine Notiz. Geht zur Insel, die sich in der Nähe des Seeufers befindet, sucht nach dem Ort, wo einst ein großer Baum stand. Dort habe ich ihn vergraben. Kann das sein, dass da was vergraben ist? Dann schauen wir doch gleich einmal nach. Wir gehen dann noch einmal. Ja, da stand ein Baum und dort gehen wir hin. Vielleicht ist da ja was vergraben auch. Weil da zwischen den Felsen, da kann ja nichts vergraben sein. Da hat das ja nur reingesteckt. Ich schaue mal noch. Also so ein besonderer Schatz war das ja auch nicht. Okay. Ne, das war's. Wir könnten aber versuchen, darüber noch zu hirschen schnell. Die plündern wir auch noch. Die haben ja wirklich nichts. Ne, leider. Ne. Okay. Bevor wir uns zu weit entfernen, darüber schaue ich noch schnell und dann geht's auch schon weiter. Haha. Was wir noch nicht haben, ist nämlich Wasseratmung. Der Zauber würde mich auch interessieren. Für einen Helm, glaube ich, kann man damit ausrüsten. Und Feendahl, komm, schwimmen wenig, bevor es zu dunkel wird. Dann werden wir hier auf der Insel übernachten, schätze ich mal. Sollen wir einen Elch schießen? Ja, machen wir doch. Außer, nee, lassen wir ihn am Leben. Wie gesagt, das mit den Seelensteinen, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Weil durchs. Was ist denn da? Bobo, da steht wer und ich weiß ja nicht genau, wer das ist. Normalerweise mit Feendahl unterwegs müssten wir hier einen Zerstörungszauber ausrüsten, der keinen Kollateralschaden anrichtet. Da gibt es nämlich auch noch einen Feuerzauber. Greimundshalle entdeckt. Ja, das lassen wir mal. Schmetterlinge. Wir müssen nämlich auch noch ein wenig durch die Gegend laufen, um eben all die Orte zu entdecken, um dann auch gleich mit der Schnellreise hinzukommen. Wir hatten uns da entdeckt. Das ist ein Bär, oder? Ja, ein Bezibär. Ja, nun gut, da ist eigentlich noch nichts Aufregendes und dann lassen wir das doch. Werden hier unser Nachtlager aufschlagen. Und morgen früh dann weiterziehen, ja?
Gut so. Okay, die Insel hatten wir auch. Da rein gehen wir nicht. Wer weiß, was da auf uns zukommt. Da stellen wir uns dann auf und warten eine Mütze voll Schlaf ab. Okay. Gut so. Genau das machen wir. So. Es reichen, glaube ich, 10 Stunden. Und auf geht's. Ja, eben cheaten tue ich nicht. Das mit dem Leveln war nicht so schwierig, weil mit den Atronachen kann man sich in einen Raum einsperren und ja, dann geht das schon von der Hand recht flott. Da schaut man da drüben war unser letztes Gefecht, da sind die Schatzjäger her. Da schauen wir hin, damit wir den richtigen Weg auch finden. Ich glaube, das war die Brücke. Ah, gehen wir den richtigen Weg, egal. Morgenstund hat Gold im Mund. Na, jetzt komme ich da nicht rüber. Gehen wir den ganzen Weg natürlich. So, zurück zu unserem Lager da und über den richtigen Weg, über die Brücke und dann haben wir den See da auch teilweise untersucht. Das war eine Puppe. Nö. Ja, ich glaube, den haben wir das letzte Mal darunter geschubst, gleich am Anfang. So. Irgendwie läuft die recht witzig, gell? Wir schauen jetzt, ich glaube, Veränderung war das. Ne, Illusion. Hellsehen, Hellsehen, ja. Ihr war's denn? Genau, da sind wir richtig. Und jetzt müssen wir wieder auf unseren Elfen warten. Okay. Wo ist denn der jetzt? Irgendwo da oben. Egal. Was haben wir da ausgerüstet? Aha, passt schon. Da habe ich doch einen Drachen gehört, oder? Da ist eine Hütte. Ja, mein. Sollen wir da raufschauen kurz? Nee. Wir müssen aber den Zauber noch einmal in Anspruch nehmen. Nämlich hell sehen, ob wir da jetzt da richtig sind wieder. Ne, wir müssen eh da rauf. Das nützt ja nichts. Feuer, wo ist denn unser Feuerzauber? Ja. Anscheinend ist das der richtige Weg. Wir schauen nochmal auf der Karte, damit wir ja dementsprechend, was die Jungs immer sagen. Wir müssen da auf der Karte öfters zeigen, wo wir sind. Ja, wir sind da. Wir haben jetzt das, ja, und genau, so weit kann es ja nicht mehr sein.
Sarentihof entdeckt. Hallo? Das ist ein Sturmmantel, ja? Zeigt eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Eine Wache von Rift. Und du? Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Ah ja, hier gibt es eine jede Menge Nimbus. Das baue ich hier an, falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte. Ich bin die einzige lebende Person, die aus einem Nirnwurzsamen eine voll ausgewachsene Pflanze ziehen kann. Aha, wie habt ihr solch eine Tat vollbracht? Ich hatte einen sehr guten Mentor. Er hat mir alles beigebracht, was er über die Nirnwurz und ihre seltsamen Wirkungen wusste. Ich habe ihn viele Jahre lang nicht gesehen. Was wohl aus ihm geworden ist? Seid ihr ein Alchemist? Früher einmal. Jetzt fehlt mir dazu leider die Zeit. Vor langer Zeit hatte ich sogar einmal einen Laden irgendwie weg. Aber als der Rote Berg ausbrach, musste ich alles zurücklassen. Vielleicht eröffne ich irgendwann noch einmal einen Laden hier in Himmelsrand. Ja. Ihr wirkt ziemlich erschöpft. Ist es so offensichtlich? Ich habe alle Hände voll zu tun. Neben der Arbeit auf dem Hof, meiner Nirnwurzzucht und der Aufgabe, meine Schwester Aduri im Zaum zu halten, bleibt für Ruhepausen wenig Zeit. Das klingt ja recht schrecklich. Viel Glück. Wir können dir dabei nicht helfen. Ich brauche kein Glück, sondern Ruhe. Ja, wir kommen vielleicht zurück, ja? Zurück an die Arbeit. Okay. Hört ihr das? Da schimmert was. Schimmerpilz. Ich höre den da. Wow. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr mit diesen Flammen da tut. Ach so, ja. Entschuldigung. Sind das die Nienwurz? Normalerweise klingen so die Hier ist es langweilig. Schimmerpilz. Jeden Tag immer nur das Gleiche. Ich wünschte, ich könnte in eine der Hauptstädte gehen. Vielleicht sogar zurück nach Gramfeste. Nur nicht hier bleiben. Ja, du bist da auch am Ende von irgendwo, hast schon recht. Reden wir gleich einmal mit dir. Ich möchte einmal Malerin werden. Aber so wie die Dinge stehen, wird es wohl nie dazu kommen. Ja, ein Freigeist und hier gefangen. Ja, klar. Das soll nicht sein. Leute, ich denke, das war ein würdiger Abschluss. Wir machen hier wieder eine kurze Pause und sehen uns wieder auf dem Weg zu den Banditen der silbernen Hand. Leute, wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Ciao.